Mehr als 19 Milliarden Euro geben wir jedes Jahr in deutschen Drogeriemärkten aus. Sie wollten Milch kaufen und was haben Sie gekauft? War natürlich wieder mehr, wie immer. Wie schaffen es die Drogerien, dass viele hier nicht nur einkaufen, sondern sich auch wohlfühlen und am Ende mehr Geld ausgeben, als sie eigentlich vorhatten? Shampoo, Reiniger, Cremes. Produkte, auf die die wenigsten verzichten können. Das spricht eher dafür, dass sie eher einen fettigen Hauttyp haben. Wie sieht es hinter den Kulissen der Drogeriemärkte aus? Das ist sozusagen unsere Schatzkammer, die wir hier haben. Wir sind hier bei Team Lippe. Das Team Lippe, so nennen sie sich ja auch wirklich. Und was passiert, bevor in den Läden dieses Licht angeht? Das ist echt viel Zeug, ne? Welche Strategie verfolgen die großen Ketten? 14 Meter nur Haarpflegeprodukte. Wie entstehen Preise? Alle Preise enden auf 5. Warum? Wo kauft man eigentlich am günstigsten ein? Ja, und welche Geheimnisse verraten uns die großen Hersteller? Wir schauen uns an, wie viel Natur in der Naturkosmetik von Weleda steckt. Sie sind hier der Drogenbeauftragte. Wir sind bei der Herstellung von Klopapier dabei. Das sind ja krasse Dimensionen. Warum haben Sie so riesige Rollen Toilettenpapier? Und wir lernen, woran man erkennt, ob die Wimperntusche noch frisch ist. Ich höre keinen Unterschied. Okay, ich schau. Aber jetzt zu den Geheimnissen eines Produktes, das vielleicht gerade bei Ihnen im Schlafzimmer liegt. Wir sind in Bielefeld bei Kondomhersteller Ritex, wo der Enkel des Gründers mittlerweile 100 Millionen Kondome im Jahr produzieren lässt. Ich habe mich immer gefragt, wie sieht so ein Kondomhersteller aus? So sieht er aus, live und in Farbe. Ich sehe hier um uns herum, ehrlich gesagt, nur Kondome. Ja? Hier sind aufgerollte Kondome. Hier sind langgelegte Kondome, heißt das bei uns? Ja, langgelegte Kondome. Und hier haben wir Kondome im Wasserbad. Wo sind wir hier? Wir sind hier bei uns im Labor bei der Qualitätsprüfung. Wir haben hier also verschiedene Tests, um festzustellen, wie die Sicherheitslage, die Qualitätslage bei den Kondomen ist. Aber das können wir uns gleich noch mal im Detail anschauen. Der Grundstoff für Kondome ist Naturkautschuklatex. Die zähe Flüssigkeit wird aus der Rinde von Bäumen geerntet und lagert bei Ritex in riesigen Tanks. In diesen beiden Tanks stecken wie viele Kondome in der Theorie? 2 × 7,5 Millionen. 2 × 7,5 Millionen. Durch dieses Rohr fließt der Naturkautschuklatex in den Mischraum. Hallo? Hier werden dem Latex weitere Zutaten beigemischt und Lebensmittelfarbe für bunte Kondome. Boah, was machen Sie denn da gerade? Da habe ich jetzt Latex eingefärbt, das wird dann nachher an die Anlage gestellt und damit tauchen wir dann im Endeffekt blaue Kondome. Was mir gerade auffällt, ich habe mich mal gefragt, woher kommt das Hellblau in Ihrer Krawatte? Ja, es wurde fleißig gearbeitet, ja. Jetzt wollen wir mal wissen, wie Kondome draus werden, ne? Jetzt werden Kondome draus gemacht. Ja. Das Herzstück der Kondomherstellung ist die sogenannte Tauchhalle, eine sterile Produktionsanlage. Der wichtigste Arbeitsschritt bei der Kondomherstellung ist das Tauchen dieser Glaskolben in das Latexgemisch. Heute ist die Flüssigkeit blau. Größenmäßig wird hier gerade das Standardkondom hergestellt. Genau, Standardgröße, genau. 24 Stunden am Tag tauchen 1000 Glaskolben hintereinander in den Latex. Man sieht, Latex ist ziemlich klebrig. Obwohl das hier eine sehr glatte Glasform ist, bleibt es dran kleben. Und ja, dadurch wird das Kondom praktisch an seiner Größe und Form definiert. Die Kondome, die hier hergestellt werden, sind nur 0,06 mm dick. Also dünn. Ich meine, das ist ja ein heikles Thema. Das Ding muss super dicht sein, auf der anderen Seite so dünn wie möglich, damit es, ja, damit es halt auch Spaß macht. Ne? Damit es auch gefühlsecht bleibt. Ja, genau. Ja, warte, stell ich mal, frag ich mal anders. Sie verstehen schon, ist halt ein spezielles Thema. Und da ich mich eh schon auf dünnem Eis befinde, mache ich direkt weiter mit Kondomform und Größe. Wissen Sie genau, welche Größe der deutsche oder europäische Durchschnitt hat? Schwierig in der Datenanalyse, weil nun mal das menschliche Genital, auch wenn es manchmal so genannt wird, kein Rohr ist. Sondern es ist halt unterschiedlich dick und geformt, kann es sein. Der Erregungszustand ist auch sehr, sehr schwierig, sodass eben halt auch die Datenerhebung immer komplex ist. Auch komplex sind die weiteren Herstellungsschritte von Kondomen. Jetzt geht's noch einmal in den Ofen zum Vulkanisieren oder zum Backen, wenn man sagen könnte. Ja, Kondome werden tatsächlich gebacken. Aber warum? Und wieso werden Kondome hier zum Platzen gebracht? Und warum zur Hölle kommen sie in eine Waschmaschine? All diese Fragen klären wir morgen bei Inside Drogeriemarkt.
Ums Waschen bzw. Spülen geht es auch bei unserem nächsten Thema. Ja, als kleine Vorbereitung auf diesen Dreh habe ich einfach mal ein paar Tage auf Spülen verzichtet. Hier beim Hersteller eines der bekanntesten deutschen Spülmittel werden Sie mir bestimmt damit helfen können. Bei Henkel in Düsseldorf schauen wir uns an, wie Pril hergestellt wird und wollen herausfinden, was in Spülmittel drin ist, das unser Geschirr sauber macht. Hier bin ich mit meinen schmutzigen Tellern doch genau richtig. Ich habe gehört, wenn sich hier jemand auskennt, dann sind Sie das. Ah, vielen Dank dafür. Allerdings bräuchten wir hier eher standardisiertes Geschirr. Also geben Sie mal gerne her, das können wir gerne hier mal wegstellen. Aber was heißt standardisiert? Wir müssten ja Produkte vergleichen können. Das heißt, ich glaube nicht, dass Sie jedes Mal Ihren Teller gleich schmutzig machen. Wir machen ihn hier gleich schmutzig. Thomas Eiting versifft hier Geschirr also nach Vorschrift. Wir sind gerade in unserem Anschmutzungstechnikum. Das heißt, hier machen wir. Moment, das muss ich nochmal. Wie heißt das? Anschmutzungstechnikum. Das Anschmutzungstechnikum. Richtig. Können Sie helfen zu übersetzen? Natürlich. Wir machen hier Geschirr schmutzig. Allerdings natürlich definiert. Das heißt, ein Teller, der hier schmutzig ist, sieht heute genauso aus wie morgen. Kurz mal reingucken. Hier sehen Sie halt die ganzen Teller. Und Sie sehen auch die große Anzahl an Teller, die wir hier haben. Hier werden Reste vom Spaghetti-Essen simuliert. Es riecht aber nicht lecker bei Ihnen in der Küche, ne? Sogar einen Teetrinkroboter gibt es. Die Maschine sorgt für die typischen Teerückstände in der Tasse. Und am Endeffekt sieht es dann so hier aus. Können Sie gerne eine Tasse nehmen? Das Ganze ist die Vorbereitung für die Spülmitteltests. Auch die sind immer gleich. Das Grüne hier auf dem Teller ist Laborschmutz. Um verschiedene Spülmittel vergleichen zu können, muss alles andere beim Spülen identisch sein. Sie machen jetzt immer von jeder Seite gleich viele Spülbewegungen sozusagen? Vorderseite 20 Mal und von der Rückseite 6 Mal. Okay, weil auf der Rückseite eigentlich nichts ist. Ich versuch's auch mal. Aber ich probier's. Und soll so lange spülen, bis man keinen Schaum mehr sieht. So, jetzt merken wir tatsächlich, der Schaum ist weg. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet in dem Fall, der Test ist beendet. Und ich habe dann so eine Aussage, wie viele Teller habe ich mit der Menge an Spülmittel gereinigt. Damit kann ich mich halt mit verschiedenen Produkten vergleichen. Produkt A schafft X Teller, Produkt B schafft Y Teller. Ja, nur von meinen mitgebrachten dreckigen Tellern habe ich hier keinen einzigen sauber bekommen. Dann muss ich den Abwasch jetzt wohl im Studio machen.